Und Hallöchen zurück. Hä, was? Der tut da Menschen oder sowas fressen, dieser. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sind wir hier und wir möchten dahin. Und wenn es geht, ungesehen. Bist du selber eine Ratte? Naja. Wir müssen da hoch, wenn es da hoch geht. Nice. Sieht richtig schick aus. So. Kannst du da nicht drüber laufen? Egal. So, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Dann geht es vielleicht raus aus dieser raus aus Mordor. Aber ich hole mir noch da was Kleines. Wenn diese Ghule dich hören. Jo. Na nicht hier, Gelaia Mordor. Okay. Warte, wen haben wir denn da? Shark Flak. Kenn ich nicht. Macht 8. Naja, ich verpiss mich da runter. Hui. Servus, Ghule. Ach, da war doch nicht. So. Kein Ziel ausgewählt. Ich habe ein Ziel ausgewählt. Ich gehe da jetzt lang. Raus aus Mordor vielleicht. Und bevor Waffen und Runen. Ich glaube, ich tue da noch was einsetzen. Beim Dolch. Und wir nehmen Fokus wieder her. 5 Elbengeschosse. 20 Tötung mit. Und weiter geht's. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Sieht doch nicht es wäre aus, Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, nicht schlecht. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Folge hier. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Ich brauche hier nicht laufen, von dem her. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grocken. Macht's schon automatisch. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Jetzt kann ich wieder selber laufen. Oh,
cool. Wartet. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Was, die Uruks? Ach, die Ghule haben sich gegen die Uruks aufgelehnt. Da müsste doch irgendwo so ein Teilchen liegen. Da oben. Geh doch da hoch. Vorstopp. Der geht ab und zu nicht da hoch. So, jetzt aber. So. Gucken. So, es kann weitergehen. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Es geht ja da wieder nicht nach oben. Unsere Rebellion. Was? Ach so. Müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren? Ja. Wartet. Ich hab das schon. Doch. Das gehört uns. Also kommt, folgt mir. Eigentlich muss ich ihm folgen. Komm. Und ich brauche mich wieder nicht bewegen. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Okay. Lass uns gehen. Echt? Wohin denn überhaupt? Hier ist doch nichts. Weit und breit. Gar nichts. Na, warte. Ja. Kann weitergehen. Warte. Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ach was. Sind doch harmlos. Irgendwelche Einwände? Nein, gut, dann wird doch. Ich habe noch das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Alles klar. Und ich sehe auch schon was. Was gewollt ist eigentlich? Ich glaube das. Oh,
Teleportik da nach oben. Da sind noch Ghule. So. Den packen wir wieder auf Front. Das ist unsere Kontrolle. So, hier muss ich anscheinend hin. Naja, ich tue euch mal den ausschalten. Ach, dann switch ich halt da nach oben. Der Hauptmann soll hören! Ja. Das bringt mir sicher eine nette Beförderung. Ciao, mein Freund. Dann tun wir so erschießen. Hui. So, du Falsche, ich habe die ganze Arbeit gemacht und du bist hier nur so doof rumgestanden. Also komm, Kleiner, ich bin schneller als du. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ja, ich muss hier die Drecksarbeit erledigen und du machst hier ein Kaffeekränzchen. Waldläufer. Schwärmen durch. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Still, ihr Bestien. Uruks als Lohn erhalten. Ich kann so wieder nur von mir. Ach so. Nee, Quatsch, komm, das hol ich jetzt. Nee, auch nicht. Dann gehen wir halt in die Richtung. Das müsste da unten sein. Halt dich nach unten, du Penner. Ich doch nur. Lalalala. Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die schwarze Hand siegen sollten. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, los. So. Bin wieder da. Auf was wartet? Okay, dann. Also, jetzt können wir weitergehen. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Was sammelt sich? Sie greifen uns an! Ach, Ghule wieder. Heute haben sie es aber mit den Ghulen. So, das wär's dann. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Toll. Was heißt hier übrigens uns? Du machst hier doch die ganze ich mach hier doch die ganze Arbeit. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Okay. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul.
Also los. Toll daneben. Toll daneben. Toll daneben. Hey, das passiert gar nicht mal. Ach so, da. So, dann finden wir uns hinter. So, jetzt können wir unserem Freund helfen, der mal wieder nichts auf die Reihe kriegt. So macht man das. Und jetzt? Wir müssen das Gebiet sichern. Ich wäre soweit. Muss nur auf dich mal wieder warten. Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Ach, da oben. Nice. Wisst ihr was? Ich hoffe, es hat automatisch gespeichert oder so. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut des Volkes. Gleich aufhören. Bald wird es vernichtet sein. Oder ich mach die Quest noch hier. Bald wird das Monument fallen. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Lass mich explodieren. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Wachen. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Und dann. Ach, ich wurde dann getroffen, aber ich weiß. So. So, und jetzt weiß ich, ich gehe nicht, dass ich verfleischen. Wollte ich endlich den anderen wieder. Dann muss ich halt den Kopf der Tod sein. Oh, sorry. Wir schauen bei uns, wie es so aussieht. Du Pfosten. Du Pfosten. So macht man das. Oh, warte, da kann ich doch gleich so eine Pflanze mitnehmen. Wenn hier irgendwo eine ist. Hier müsste auch laut Map-Anzeige eine sein. Dann gehen wir halt nach unten.
unten noch irgendwas? Da oben. Nanichir, Gelaia Mordor. Mhm. Ich wollte eigentlich aufhören, doch jetzt mache ich gerade den Witterton weiter. Ach, wisst ihr was? Auf zur Freiheit. Einer noch. Was kommt wieder nicht hoch? Kommt, lass mal den Profi da ran noch. So. Mit einem Kick. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. So, wartet mal kurz und weiter. Ach, die haben ja eigentlich alles selber gemacht. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Ach so. Einfach schieben. Das ist wieder als erstes. Das war kacke. Aber in dem Fall machen wir es nächstes Mal weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Shadow of Mordor.